Meine Damen und Herren, willkommen zu dem zweiten Vortragsabend der Römisch-Germanischen Kommission und ich möchte Sie ganz herzlich und persönlich aus Frankfurt am Main begrüßen. Ich bin Esther Banfi, die erste Direktorin der RGK und ich bin froh, dass ich heute Sie als Moderatorin willkommen heißen darf. Und es ist auch eine Freude, um unseren heutigen Vortragenden, Dr. Christoph Rummel, zu seinem Vortrag mit dem Titel Götter, Gräber, ein Kaiser und viele Gelehrte, die spätrömische Palastanlage Felix Romulianer bei Gamsigrad in Ostserbien einleiten zu dürfen. Ich möchte Ihnen unseren heutigen Vortragenden ein bisschen vorstellen. Christoph Rummel kommt aus dem Norden, aus dem Cuxhavener Gegend. Die Familie ist nach England gezogen, so ist er in Nottingham zur Schule gegangen, Abitur gemacht und einen normalen englischen Werdegang vollzogen. Er hat in Nottingham bei Andrew Porter promoviert. Titel seiner Doktorarbeit war The Fleets on the Northern Frontier of the Roman Empire from the First to the Third Centuries AD. Da er aber nie seine Interesse in der Römerzeit in Deutschland und in den balkanischen römischen Provinzen verlieh, zeigt seine Studienzeit in Nottingham, wo er immer wieder dieser Themen bei verschiedenen Kursen vorzog. Mit seinem Doktorvater arbeitete er während seiner Studienzeit und auch nach der Promotion in Ausgrabungen in Bulgarien. So wie der Zufall ist, hat Christoph dort Gerda von Bülow, unsere Kollegen aus der RGK, kennengelernt, die in Bulgarien und Serbien forschte. Und schließlich wurde sein Weg durch diese Bekanntschaft wieder nach Deutschland geführt. Gerda von Bülow lud ihn für die Grabung in Gamsigrad 2009 ein. So hat seine wissenschaftliche Karriere in Deutschland begonnen, mit einem Forschungsstipendium in der RGK im Jahr 2010. Danach wurde es ihm schon klar, dass er statt in irgendeiner britischen Uni eine Stelle sich zu bewerben, eher zu einer immer wieder gefundenen offenen Türe neuer Möglichkeiten in Deutschland zu folgen würde. Es geht um Folgendes. 2014 war Christoph Forschungsstipendiat des Deutschen Archäologischen Instituts mit dem Thema Gamsigrad und die Tetrarchie. Zwischen 2015 und 2018 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin im Exzellenzcluster Topoi, wo er die Leitung der Ausgrabungen des Instituts für klassische Archäologie in Morgantina, Sizilien und in den republikanischen und Stabianes Thermen von Pompeji führte. Und seit dem Anfang 2019 ist er wissenschaftlicher Rat in der Römisch-Germanischen Kommission des DAI Frankfurt am Main, wo er sich unter anderen Aufgaben mit Fragen der römischen Limes, Forschungen zu römischen Grenzen, insbesondere in Südosteuropa und Großbritannien, und mit der Projektleitung Gamsigrad beschäftigt ist. Es wird auch aus dieser kurzen Zusammenfassung seines Werdegangs klar, dass Christoph und die spätrömische Palastanlage Felix Romulianer bei Gamsigrad sich immer wieder begegnet haben. Auch seine zahlreichen Publikationen sind mit spätrömischen, balkanischen Fragen oft dezidiert mit Gamsigrad gebunden. Heute wird er uns ein Bild über den heutigen Forschungsstand und die Ergebnisse zusammenfassen. Bevor ich das Wort aber Christoph übergebe, möchte ich über Möglichkeit der Interaktivität seitens Publikums aufmerksam machen. Stellen Sie Ihre Fragen gerne jederzeit im Chat mit Klick auf der kleinen blauen Symbol unter rechts auf der Seite oder wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, im YouTube-Chat zum Livestream. Wir sammeln die Fragen und geben sie dann an den Vortragenden weiter. Wenn Sie möchten, dass Ihr Name genannt wird, unterschreiben Sie bitte die Frage einfach mit Ihrem Namen. Und jetzt, lieber Christoph, the floor is yours. Vielen Dank für diese sehr, sehr freundliche Einführung. Ich hoffe, ich werde dem allen halbwegs gerecht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen in diesem Rahmen die Forschung der RGK und ihrer serbischen Partner an der UNESCO-Welterbestätte Felix Romulianer bei Gamsigrad in Ostserbien vorstellen darf. Leider muss ich gleich einige Disclaimer vorschieben. Das Folgende ist größtenteils die Arbeit anderer.
insbesondere von Gerda Sommer von Bülow, die das Forschungsprojekt von RGK-Seite von 2004 bis 2012 leitete, und der ehemaligen Leiterin des Architekturreferats des DAI, Ulrike Wulff-Reith. Ebenso aber von deutschen und serbischen Kolleginnen und Kollegen sowie den vielen Studierenden, die am Projekt teilgenommen haben. Ich stehe also, ganz im Sinne von Isaac Newton, auf den Schultern von Riesen. Das macht es umso peinlicher, dass ich Ihnen heute eigentlich nagelneue Forschungsergebnisse vorstellen wollte und möchte, denn im Rahmen der DA Insight-Planung wäre ich eigentlich Ende vorletzter Woche mit neuesten Erkenntnissen von einer Forschungskampagne in Ostserbien zurückgekehrt. Da im Jahr 2021 aber wenig so ist, wie man es plant, habe ich einen relativ nassen Frankfurter Sommer hinter mir und kann für Sie in der nächsten Dreiviertelstunde leider nur die berühmten ollen Kamellen aufwärmen. An noch ältere Kamellen lehnen sich dann auch Titel und erste Folie an, wie Sie sehen. Hier bitte ich um Verzeihung an alle Freunde und Kollegen, die einen ähnlichen Einstieg bereits 2016 in Tübingen erlebt haben. Ich verspreche, dieser Vortrag ist ein anderer. Für viele von Ihnen ist die Anspielung dieser Titelfolie sicher ein Begriff. Ich lehne mich damit, da es im Falle von Felix Romuljana Gamsegrad von der Abfolge her sehr gut passt, ganz bewusst an das Buch von C.W. Ceram an, das in den 50er Jahren die Archäologie einem breiten Publikum nahebringen wollte und brachte. Quasi ein früher Vorreiter der Wissenschaftskommunikation. Cerams bzw. Mareks, wie der Autor eigentlich hieß, Buch, ist gerade ob seiner Tätigkeiten während der NS-Zeit sicher nicht unbelastet und durchaus Objekt hitziger Debatten. Ich bin mir dieser Problematik im Klaren, möchte sie hier aber ebenso bewusst ausklammern. Mir geht es, jenseits des Titelzitats, aus der sich die Struktur des Vortrags ergibt, wie Sie gleich merken werden, um nichts an Mareks Buch, außer vielleicht der Tatsache, dass auch er ja über die Arbeiten anderer erzählte, mit dieser Erzählung aber unzählige Personen, letztendlich auch mich, für die Archäologie begeistern konnte. Wenn ich es schaffen sollte, Sie mit der nun folgenden Erzählung über die Arbeiten anderer für unsere Forschung in Ostserbien zu begeistern, so wäre der heutige Abend aus meiner Sicht ein voller Erfolg. So lassen Sie sich bitte nun also von mir in den Osten der Republik Serbien entführen. Unsere Reise führt uns in den östlichsten Teil dieser ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik an deren Grenze zu Bulgarien. Die Region ist eine Übergangszone zwischen den Karpaten im Norden, die von der Donau im Eisernen Tor, ca. 80 Kilometer nördlich des Fundplatzes, hier oben, wenn Sie meine Maus sehen können, durchbrochen werden, und den nördlichen Ausläufern des Balkangebirges, der Stara Planina, auf Deutsch der Alpenberge, im Süden. Eine hügelige, offene Landschaft mit weiten Flusstälern, die in den bergigeren Gebieten schnell zu schmalen Canyons werden. Heute ist die Region recht abgelegen. Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, die Walachei. Die lokale Bevölkerung sind Walachen, die neben dem Serbischen und Bulgarischen untereinander Walachisch sprechen und damit über ein geheimes Kommunikationsmittel gegenüber allen Fremden, da sind Forschende inklusive der Kolleginnen und Kollegen aus Belgrad durchaus eingeschlossen, verfügen, wie uns immer wieder freundschaftlich vor Augen geführt wird. Diese Umstände machen die Region und den Ort zu einem aus ethnologischer Sicht unendlich spannenden Forschungsgebiet. Existieren hier doch seit spätrömischer Zeit ungebrochene Traditionen in Sprache und Brauchtum. Um all das soll es aber heute nicht gehen. In römischer Zeit gehörte die Region bis in die 70er Jahre des 3. Jahrhunderts zur Provinz Mösia Superior. Mit Aufgabe der nördlich der Donau gelegenen dakischen Provinzen wurde die Donau zum ersten Mal seit dem frühen 2. Jahrhundert wieder zur Grenze. Südlich davon wurde aus dem östlichen Gebiet der Provinz Mösia Superior eine neue dakische Provinz gegründet, die Dacia Repensis. Durch diese Region verliefen drei wichtige Straßenverbindungen, die Sie unten links sehen. Die Militärstraße entlang der Donau von Viminatium über Egeta und Aquae nach Ratiaria und weiter die Donau entlang. Eine Straße entlang der Morava, die vom Hauptort der Provinz Mösia Superior in Viminacium
über Naissus, Nisch, südlich bis nach Thessaloniki verlief, etwa entlang des Verlaufs des heutigen Autoput, und eine zweite wichtige Straße, die von der Donau stromabwärts des Eisernen Tors bei Egeta und Akwe das Timok-Tal entlang nach Naissus, dem modernen Nisch, und von dort weiter nach Lissos am Mittelmeer im heutigen Albanien lief. Der Ort, mit dem sich der heutige Vortrag befasst, lag in römischer Zeit also leicht abseits der östlichen dieser wichtigen Routen, ebenso aber an einer wichtigen Querspange, die entlang des schwarzen Timoks, den Sie hier rechts im Bild dargestellt sehen, verlief und zwischen den Orten Kostol im Osten und Horium Margi im Westen diese beiden Routen verband. Hier befindet sich in einem Seitental des schwarzen Timok ein etwa 4 Hektar großes ummauertes Areal in einer offenen, hügeligen Landschaft, die Sie oben links im Bild sehen. Wenn man nun bedenkt, dass in römischer Zeit die Donau ein zentraler Verkehrsweg für das Reich und die Grenzregion eine wirtschaftlich hochaktive Zone war, dann lag unsere Fundstätte, die heute etwas abgelegen im östlichsten Winkel Serbiens ruhig vor sich hinschlummert, damals in einer deutlich wichtigeren und besser erschlossenen Region des Imperium Romanum. Das nicht modern überbaute Areal liegt nach wie vor in einer landwirtschaftlich genutzten Landschaft. Bis zu 15 Meter hoch erhaltene Mauern dominieren das Tal eines kleinen Flusses, des Selischki-Bachs. Die sanften, durch Hecken und Waldstücke unterbrochenen Hügel sind teilweise von tiefen Erosionsrinnen durchschnitten, wie hier hinter der Anlage im Bild, wo die Bäume diese Erosionsrinne zeigen. Eine bukolische Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Innerhalb der massiven Wehrmauern mit vorspringenden Polygonaltürmen liegen verschiedene Innenbauten. Dazu gehören unter anderem ein Grabungshaus aus den 1970er Jahren, hier oben links, im lokalen Architekturstil, und ein kleines Museum, hier rechts zwischen den Bäumen versteckt, in dem an einem Modell Geschichte und Aufbau der Anlage erklärt werden. Ebenso gibt es verschiedenste freigelegte Innenbauten, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Es ist aus dem Luftbild aber ebenso ersichtlich, dass große Teile der Anlage noch nicht ausgegraben worden sind. Ganz wesentlich, um Ihnen einen Einblick in das walachische Element dieser Region zu bieten, ist ein jahrhundertealter Birnbaum, der hier neben diesen Ruinen steht, der die archäologischen Denkmäler an einer Stelle mit seinen Wurzeln direkt bedroht, aber trotz aller Anweisungen nationaler Denkmalschutzbehörden und selbst der UNESCO in keiner Weise zurückgeschnitten oder gefällt werden kann. Denn dieser Baum und seine Früchte haben laut lokaler Bevölkerung erwiesene magische Kräfte, weswegen gegen ihn in keiner Weise Hand angelegt werden darf, auch wenn man aus seinen Früchten einen sehr mächtigen und vielleicht sogar magischen Schnaps brennen kann. Doch von der walachischen Magie zur römischen Archäologie und dem ersten Teil des von Keram geklauten Titels. Götter sind hier gleich an 2 Orten vertreten, denn die Anlage beinhaltet gleich 2 Tempel in relativ zentralen Positionen, die hier markiert sind. Bei dem größeren der beiden Tempel, hier mit der Nummer 1 markiert, handelt es sich um einen massiven Podiumstempel, dessen Bruchsteinkern mit Substruktionen weitgehend erhalten ist. Reste der aus Quadersteinen mit Ziegeldurchbruch gebauten Zeller stehen bis heute aufrecht, wie Sie hier oben sehen. Die Basis des zugehörigen Altars ist östlich des Tempels erhalten, hier gerade außerhalb des Bildes, und Architekturfragmente, die hier elegant verstreut liegen, lassen ahnen, dass der Tempel ursprünglich eine Steinverkleidung aus einem lokal vorkommenden Andesitgestein hatte. Bei den Ausgrabungen in diesem Bereich wurden diese Köpfe von Monumentalstatuen gefunden, die die Gottheiten Jupiter links und Herkules rechts darstellen. Sie dürften anzeigen, welche Gottheiten hier verehrt wurden. Wie eingangs und im Titel erwähnt, befinden wir uns zeitlich im Spätrömischen. Daher ist es wichtig, dass Jupiter und Herkules die Hauptgötter der Tetrarchie und direkt mit den Tetrarchenkaisern assoziiert waren. Ein Aspekt, auf den ich daher jetzt schon verweise. Der nördlichere der beiden Tempel ist kleiner, aber ebenfalls ein Podiumstempel. Hier ist, wie Sie sehen, die Andesitsteinverkleidung bis heute erhalten. Auch hier ist östlich vor dem Tempel
ein zugehöriger Altar erhalten, auch wenn er in diesem Bild nicht sichtbar ist. Die Gottheit oder Gottheiten, die hier verehrt wurden, sind nicht eindeutig geklärt. Im Boden der teilweise erhaltenen Cella sind aber schlitzartige Öffnungen eingelassen, die von einigen Kolleginnen und Kollegen als Fossa Sanguinis interpretiert werden. Etwas blutrünstig ist hier die Vorstellung, dass bei einem Tieropfer im Tempel selbst in den Kult Eingeweihte oder unter dieser Öffnung stehenden Personen im Blut des geopferten Tieres gebadet, beziehungsweise in diesem Fall wohl eher geduscht wurden. Dieses als Taurobolium bekannte Ritual wird von dem spätrömischen Dichter Prudentius als Teil des Kybele-Kults überliefert. Ob derartige Öffnungen im Kellerboden dieses Tempels darauf schließen lassen, dass es sich hier um einen Tempel der Kybele handelt, wird immer wieder diskutiert. Ich überlasse Ihnen eine eigene Entscheidung. Von den Göttern reisen wir nun zum nächsten Kapitel, den Gräbern. Hiervon gibt es vor Ort viele, wie Sie später sehen werden. Weithin sichtbar sind aber zwei davon, die sich auf dem östlich der Hauptanlage liegenden Hügelrücken namens Magura befinden, hier oben, wie Sie hier in einem 3D-Modell sehen. Hier liegen zwei Mausoleen und zwei große Tumuli, die über einer bronzezeitlichen Nekropole angelegt wurden. Von den Mausoleen sind nur die Bruchsteinsockel erhalten. Die Tumuli wurden mittlerweile wieder rekonstruiert. Sie bestehen, wie Sie unten rechts sehen, aus gemauerten Stützringen mit zentralen Erdhügeln und sind, dank ihrer Lage auf dem Hügelrücken, weithin sichtbar. So auch von der Hauptanlage selbst aus. Wie Sie oben links sehen, sieht man von der angedeuteten zentralen Position in der Anlage über den ursprünglichen Haupteingang im Osten hinweg direkt auf die Gräbermonumente, also hier über das Tor hinweg, direkt hier auf diese beiden Tumuli. Das Modell zeigt zudem, dass die beiden Tempel, hier der große und hier der kleine, direkt auf die Mausoleen und Tumuli hin ausgerichtet sind. Dem ceramischen Schema folgend soll es nun zu den Gelehrten gehen, also einem kurzen Abriss der Forschungsgeschichte. Es ist eigentlich erstaunlich, dass ein derart sichtbares und monumentales Ensemble überhaupt noch steht und die dort verbauten Steine nicht längst ihren Weg in nahegelegene Siedlungen gefunden haben. Ein Glücksfall, denn die Randlage der Region im Osmanischen Reich und auch in der Moderne haben den jüngeren Zahn der Zeit relativ weit an diesem Seitental vorbeigehen lassen. Trotzdem wurden die römischen Überreste nahe Gamsigrad selbstverständlich immer wieder von Wissenschaftlern zur Kenntnis genommen. Da dieser Teil Ostserbiens über reiche Bodenschätze verfügt, kamen entsprechende Erkundungstrupps vorbei. So auch Baron von Herder, ein deutscher Geologe, der im Rahmen einer sächsischen Bergbaumission als erster die Anlage schriftlich erwähnt in seiner bergmännischen Reise in Serbien. Wenige Jahre später unternahm Janko Šafarić eine erste Sammlung antiker Denkmäler in der Region und empfahl in dieser Schrift explizit die archäologische Untersuchung der Ruine bei Gamsigrad. August Breithaupt, Professor an der Bergbauakademie Freiberg, war von der Stätte ebenfalls begeistert und berichtet detailliert darüber. Am bekanntesten der frühen Besucher, die Gamsigrad dokumentierten, ist aber sicher Felix Karnitz, der im Auftrag der österreichischen Monarchie in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die Balkanländer bereiste und dokumentierte und gleich zweimal in Gamsigrad weilte. Er beschreibt nicht nur die imposante Erscheinung, die wohl als befestigtes Lager gedient haben dürfte, sondern fertigte auch eine kolorierte Zeichnung der Anlage an, die sicher nicht ganz akkurat ist, aber doch im Großen und Ganzen die sichtbaren Überreste detailliert wiedergibt. Sichtbar ist hier ja vor allem neben den Mauern der dominierende große Tempel, hier zentral im Bild. Wesentlich an der auf seinen Skizzen basierenden Darstellung ist aber vor allem die Bezeichnung ganz rechts unten. Mit der Beschreibung als Römerfeste Gamsigrad ist Karnitz nämlich der Erste, der dem Fundplatz eine Interpretation zuschreibt. Hier nur kurz zum Vergleich noch einmal die Situation der Anlage heute, wie eingangs gezeigt. Es ist deutlich sichtbar, dass sich auch seit Karnitzes Besuch im 19. Jahrhundert eigentlich nichts Grundlegendes geändert hat.
Mit der Gründung Jugoslawiens nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch die archäologischen Untersuchungen der Anlage intensiviert. Seit den 1950er Jahren finden von Belgrad aus mehr oder weniger systematische Untersuchungen statt. Erst von Seiten des Nationalmuseums, dann der Universität Belgrad und der Akademie der Wissenschaften bzw. des Archäologischen Instituts. Seit 2004 forscht nun das DRI gemeinsam und insbesondere seine römisch-germanische Kommission gemeinsam mit den serbischen Partnern vor Ort. Bemerkenswert und positiv hervorzuheben ist hier ohne Frage, dass in dieser Projektphase ein internationales Forschungsprojekt in einem südosteuropäischen Land auf beiden Seiten von Frauen geleitet wurde. Seit seiner Einrichtung wurden diese Arbeiten zu jeder Zeit zudem von dem lokal zuständigen Nationalmuseum in der nahegelegenen Bezirkshauptstadt Zajec aktiv und tatkräftig unterstützt, so auch die gemeinsamen deutsch-serbischen Forschungen. Nun hat eine derart lange Forschungsgeschichte natürlich zu immer wechselnden Interpretationen des Platzes geführt. Wie bereits erwähnt, war die erste funktionale Interpretation die Ansicht Kanitz, dass es sich um eine Feste, also eine Militäranlage handele. Zweifelsohne basierte dies auf den massiven, noch heute meterhoch erhaltenen Umfassungsmauern, die auch hier in seiner Darstellung deutlich gezeigt werden. Tatsächlich verfügt Gamsegrad nicht nur über eine, sondern über gleich zwei Befestigungsanlagen, die ich Ihnen hier dem einfacheren Verständnis halber getrennt voneinander zeige, die sich vor Ort aber umfassen. Ein innerer, wohl früherer Befestigungsring besteht aus einer Mauer mit rechteckigen Eck- und Zwischentürmen, Sie sehen ihn hier links, und zwei Toranlagen im Osten und Westen, die von vorspringenden achteckigen Türmen flankiert werden. Die dunkel dargestellten Teile sind bis heute erhalten, die weißen sind ergänzt und heute nicht sichtbar. Rechts sehen Sie den äußeren und wohl jüngeren Befestigungsring, der aus einer Mauer mit 20 massiven, nach außen vorspringenden Polygonaltürmen besteht. Auch hier gibt es zwei Toranlagen im Osten und im Westen, die den früheren inneren Toren vorgelagert sind. Im Bestandsplan wird das Ganze nun deutlich sichtbarer. Die jüngere äußere Befestigung ist hier rot dargestellt. Die frühere innere, beziehungsweise das, was davon erhalten ist, in dunkelblau. Einmal hier, dann im Norden und hier im Osten. Wie sich anhand des neuen Bestandsplans unschwer erkennen lässt, lassen die Innenbauten aber eher nicht auf ein Militärlager oder eine Festung schließen. Eine Erkenntnis, zu der auch die Riesen, auf deren Schultern ich mich gerade herumtreibe, bald kamen. Mit den systematischen Untersuchungen des Innenbereichs ab den 1950er Jahren wurden immer mehr Strukturen und Elemente angefunden, die eine militärische Nutzung unwahrscheinlich erscheinen ließen. Ein luxuriös ausgestatteter Peristilhof, das sogenannte Atrium, in dem Marmorplatten aus allen Teilen des Römischen Reichs verbaut sind, zwei große Apsidenhallen, die als Basiliken angesprochen werden, ein Konchenbau, das sogenannte Stibadium, der wohl als großmaßstäblicher formeller Gelagerraum anzusehen ist, dazu eine große Badeanlage im Südosten des umwehrten Bereichs und eine davor freigelegte Portikus. All diese Elemente passen nicht wirklich in einen Militärbereich, wie auch die bereits beschriebenen Tempel. Soeben fanden sich in allen Bereichen hochwertigste Dekorationselemente, wie die hier exemplarisch gezeigten Bildmosaike unten rechts. Auch das Layout der Innenbebauung passt, trotz der massiven Fortifikationsmauern, in keinster Weise in die bekannten spätrömischen Bebauungsschemata von Militäranlagen. So mutierte der römische Fundplatz bei Gamsegrad in den 1950er und 60er Jahren weg von Kanitz Römerfeste im Auge der Forschenden zu einer römischen Stadt. Die Princeton Encyclopedia of Classical Sites von 1976 bezeichnet Gamsegrad als Town und sieht hier, ich übersetze selbst, ein wichtiges spätrömisches Zentrum der Region, von dem aus Bergbau, insbesondere Goldabbau, in der gesamten Gegend verwaltet wurden. Insbesondere mit der Übernahme der Grabungsleitung vor Ort durch Dragoslav Strejovic in den 1980er Jahren
wurde jedoch auch eine bereits zuvor bemerkte frappierende Ähnlichkeit der früheren Phase der Anlage mit dem bekannten Diokletianspalast in Split immer wichtiger. Mit den hier links sichtbaren rechteckigen Türmen entlang der Mauern und an den Ecken und den oktogonal vorspringenden Tortürmen ähnelt die frühe Umwehrung frappierend der Außenmauer von Split, die Sie rechts oben sehen. Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich dabei die Tatsache, dass die Anlage bei Gamsegrad nur 2 Tore hatte, nicht 4, wie hier in Split ersichtlich. Auch in Split dominiert ein Tempel das Zentrum der Anlage, der hier Jupiter geweiht war, wie ja auch der große Tempel in Gamsegrad. Der Splitter Tempel ist dem Mausoleum des Diokletian direkt gegenübergestellt. Somit sind also die wesentlichen Elemente dieser tetrarchischen Palastanlage in Kroatien auch in Gamsegrad vertreten. Denn auch hier gibt es ja Mausoleen, wie eben gezeigt, die einen direkten räumlichen Bezug zu Tempeln aufweisen. Im Palast von Split scheint eine räumliche Funktionstrennung stattgefunden zu haben. Im Süden, hier markiert, befand sich Wohntrakt und Repräsentativbauten. Die Funktionsbauten lagen eher im Nordteil. Auch in Gamsegrad gibt es Repräsentativbauten, wie hier im vergrößerten Bereich gezeigt. In beiden Anlagen bestehen diese aus Zugangskorridoren, hier in Gamsegrad, hier in Split, einem Eingangsperistyl, einer basilikaartigen Empfangshalle, hier in Gamsegrad, hier in Split, und separaten privateren Empfangs- und Speiseräumen, hier mit der Nummer 4 in Gamsegrad gezeichnet, im rechten Teil des Residenzteils von Split. Bei der Anlage in Gamsegrad scheint eine ähnliche räumliche Bereichstrennung bestanden zu haben wie in Split, allerdings andersherum. Während der Residenzteil hier den Norden dominiert, finden sich die Funktionsteile der Anlage eher in der südlichen Hälfte. Aufgrund all dieser Beobachtungen wurde in den 1980er Jahren immer klarer, dass die Anlage bei Gamsegrad wohl als tetrarchische Palastanlage ähnlich des Diokletianspalastes in Split anzusehen ist. Mehrere Funde seit den 1980er Jahren führten dann auch dazu, dass die Anlage nun allgemein als Palast des Tetrarchenkaisers Galerius angesprochen wird, der von 293 bis 311 regierte. Ein wichtiger Indikator ist dabei das Mittelstück einer Archivolte, hier im Zentrum der Folie, mit der Inschrift Felix Romulianer, das im Versturz des Torbereiches gefunden wurde. Es lässt sich mit Schriftquellen verbinden, die berichten, dass Galerius seinen Geburtsort prachtvoll ausgebaut und nach seiner Mutter Romula benannt habe, um dort seinen Altersruhesitz zu etablieren. In den Epitome de Caesaribus 40, 15 bis 17 findet sich die Nachricht, dass Galerius nicht in seinem Palast in Thessaloniki bestattet worden sei, sondern in dem nach seiner Mutter benannten Ort Romuliana. Daher meinen die Forscher heute, dass in den beiden oben beschriebenen Mausoleen Romula und Galerius womöglich ihre letzte Ruhe gefunden haben könnten, beziehungsweise diese jedenfalls zu diesem Zweck erbaut wurden. Zusätzlich zu der Archivolte, auf deren Basis sich die heutige Ansprache der Anlage als Felix Romulianer ergibt, wurde bei den Ausgrabungen in den 1990er Jahren ein überlebensgroßer Porphyrkopf eines Tetrarchenkaisers gefunden, hier links im Bild, der wohl Galerius selbst darstellt. Weitere Porphyrfragmente von Monumentalstatuen sind auch gefunden worden. Und drittens gibt es die hier rechts gezeigte Reliefdarstellung auf dem Pilaster. Im oberen und mittleren Tondo sind je 2 Kaiser in Amts- oder Kriegstracht, dem Paludamentum, dargestellt. Unten sind die Senioris Augusti, Diokletian und Maximian Herculius, die 305 zurückgetreten waren und für Galerius den Aufstieg zum Augustus freigemacht hatten, dargestellt. Da sich Maximian Herculius im Jahre 307 erneut zum Augustus ausrufen ließ, kann dieses Relief, das wohl am Haupttor angebracht war, nur zwischen 305 und 307 entstanden sein. Es liefert somit einen ziemlich genauen chronologischen Rahmen für das Entstehen der Anlage. Dieser direkte Bezug zum Kaiser Galerius und der Erhaltungsgrad des gesamten Ensembles führten dazu,
dass die Anlage 2007 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen würde, wie im Statement of Outstanding Universal Value, was ich Ihnen hier zeige und unten übersetzt habe, beschrieben. Für die Forschung bedeutete diese eigentlich durchweg positive Entwicklung de facto einen Stopp für alle Ausgrabungen im Inneren der Anlage, sofern diese nicht mit Restaurierungsarbeiten einhergehen oder durch diese notwendig werden. Dies prägt die im Folgenden vorgestellten Arbeiten ganz wesentlich. Für die Aufnahme in das Welterbe musste im Vorlauf eine Schutzzone definiert werden, die, wie Sie hier vielleicht gerade erkennen können, es steht hier unter der serbischen Fahne als Buffer Zone, eine Gesamtfläche von über 540 Hektar umfasst, also mehr als das Hundertfache der Hauptanlage selbst. Als Hilfe für die Definition dieser Schutzzone kam 2004 die RGK erstmals nach Gamsigrad, um mit ihren damals neuen Kapazitäten im Bereich Geophysik großflächig das Umfeld des Palastes zu untersuchen. Nach ersten Arbeiten der RGK, gemeinsam mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege, welches geophysikalische Expertise beisteuerte, ging das Projekt 2008 im Berliner Exzellenzcluster Topoi auf. Seit 2019 ist das Projekt auf deutscher Seite nun wieder primär an der RGK verortet. Untersucht wurden und werden die Palastanlage und ihr direktes Umfeld in einem landschaftsarchäologischen Kontext. Neben dem Archäologischen Institut in Belgrad und dem Nationalmuseum in Zaječar arbeiten die Römisch-Germanische Kommission und das Architekturreferat des Deutschen Archäologischen Instituts im Rahmen des Exzellenzclusters Topoi bis zum Ende dessen Finanzierung im Dezember 2018 eng mit der Freien Universität Berlin zusammen. Hier wurden zwei Dissertationen als Teilprojekte verfasst, ein archäologisches Umlandsurvey des direkten Einzugsgebiets und eine geomorphologische Untersuchung des direkten Umlands. Durch Bohrungen und eine Aufarbeitung der Oberflächenkeramik wurde dabei erforscht, inwieweit der eben beschriebene Palast und die Region herumherum eine einmalige konstruierte kaiserliche Landschaft ergeben oder wie sie sich in eine über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft einpassen. Insbesondere die archäologische Arbeit von Jana Stundritsch konnte dabei zeigen, dass der Palast in einer Landschaft liegt, die von der Bronzezeit bis ins Mittelalter mehr oder weniger durchweg besiedelt und genutzt wurde. Das Architekturreferat des DAI führte im Rahmen des Projekts eine detaillierte Bauaufnahme und Schadenskartierung der stehenden Befunde auf. Parallel dazu wurden in den nicht archäologisch untersuchten Teilen der Innenanlage geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, die eine weitere, deutlich dichtere Bebauung belegen, wie Sie hier im rechten Bild sehen. Auf Basis dieser Arbeiten wurde ein neues digitales Modell der Anlage erstellt, das die räumliche und funktionale Auswertung und Interpretation ermöglicht. Dies wurde in ein neues digitales Modell des gesamten Umlandes eingefügt, das Sie an verschiedenen Stellen im Vortrag bereits gesehen haben und noch sehen werden. Das Umland der Anlage war zentraler Forschungsbestandteil des Topoi-Projektes in Berlin, in dessen Rahmen, wie eben gesagt, die zwei Dissertationen durchgeführt wurden und das sich als Gesamtexzellenzcluster mit Raum- und Zentralitätsfragen auseinandersetzte. Im Rahmen des Umlandsurvey wurde untersucht, in welche Art von Siedlungslandschaft die Palastanlage eingefügt wurde und inwieweit sich aufgrund dieses neuen Inputs Siedlungsmuster veränderten. Diese landschaftsarchäologischen Untersuchungen und Beobachtungen wurden durch eine geomorphologische Analyse, die im Rahmen einer Dissertation im Fach Physische Geographie durchgeführt wurde, kontextualisiert. Durch die RGK wurden im Projekt großflächige geophysikalische Messungen durchgeführt. Bisher konnten mehr als 50 Hektar der landwirtschaftlichen Flächen rund um den Palast untersucht werden, wobei die Forschungen sich auf das direkte Umfeld der Anlage und die Verbindung zu den Monumenten auf dem Magora-Hügel konzentrierten. Diese Arbeiten machten eine Vielzahl von archäologischen Strukturen rund um die Anlage sichtbar, von einzelnen kleinen Grabbauten über mehrere Apsidenbauten im Westen bis zu einem flächenmäßig der Hauptanlage fast gleichen ummauerten Bereich im Norden, der verschiedenste Innenbebauungen erhält.
Einzelne dieser als Anomalien erkennbaren Strukturen wurden, wie hier überblicksmäßig gezeigt, gezielt ausgegraben und untersucht. Im Detail möchte ich diese Arbeiten hier nicht vorstellen, da es den zeitlichen Rahmen komplett sprengen würde. Hier ist aber auf die rot umrandete Ausgrabung von 2010 bis 2012 im Nordwesten der eigentlichen Palastanlage zu verweisen, auf die ich mich gleich beziehen werde. Ein weiterer Grund, in die Details der Geophysik und der darauf basierenden Ausgrabungen hier nicht weiter einzugehen, ist die Tatsache, dass diese Ergebnisse mittlerweile von RGK und Archäologischem Institut Belgrad gemeinsam publiziert worden sind. Ende letzten Jahres ist der erste Band der Gamsegrad-Studien erschienen, wie Sie hier sehen. Wie eben bemerkt, möchte ich aber kurz auf eine der Ausgrabungsflächen verweisen. Von 2010 bis 2012 wurde nordwestlich der umwehrten Palastanlage dieser Bau, den Sie hier im Plan der Ausgrabung sehen, flächig ausgegraben. Er ist bereits publiziert in dem Buch, was Sie gerade auf der letzten Folie gesehen haben. Als Teil der Ausgrabung, und das ist dort noch nicht publiziert, wurden in diesem Bereich aber auch 12 Bestattungen freigelegt, die Sie hier mit den Rechtecken umrandet sehen. Es handelt sich um parallel zueinander angelegte Reihen von Bestattungen, die von Nord nach Süd verlaufen und damit wohl um den westlichen Teil einer Nekropole, die sich nördlich des Palastes erstreckte. Münzfunde, die zu einer der Bestattungen gehören, weisen auf eine Datierung in das späte 4. oder 5. Jahrhundert. Die Belesung der Nekropole erfolgte also deutlich nach der Tetrarchie und nach der Zeit des Galerius. Weitere Bestattungen, die in die nachtetrarchische Zeit datieren, wurden im Rahmen des Projekts südlich der Palastanlage ausgegraben. Diese enthielten teils spektakuläre Grabbeigaben, wie diese vergoldete und massiv goldene Zwiebelknopffibel, die auf hochrangige Offizielle oder Militärangehörige hinweisen. Auch nach dem Ende der Tetrarchie, wie die Datierungen zeigen, wurden in Gamsegrad also hochrangige Personen bestattet, der Ort also weiter genutzt. Dies belegt auch eine weitere Bestattung, die 2015 im Rahmen von Ausgrabungen an der nördlichen Äußeren, also der jüngeren Umwehrung, gefunden wurde. In der durch Ziegel definierten Bestattungsgrube, die Sie hier rechts sehen, die direkt in die Bauschicht der Umwehrung eingetieft worden war, befanden sich 3 Goldmünzen, die Sie hier sehen. Auch dieser Herr war also sicher nicht arm. Die Prägedaten der Münzen ergeben, dass er erst in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nach Christus bestattet wurde. Somit ist hier belegt, dass die angetroffene Nekropole nördlich der Palastanlage wenigstens bis in diese Zeit genutzt wurde. Vermutlich also die Anlage auch lange nach der tetrarchischen Phase weiter bestand. Auch im Osten des Palastes, hier durch dieses gelbe Rechteck gekennzeichnet, befindet sich eine kleine Nekropole, die im 5. und im 6. Jahrhundert genutzt wurde. Sie wurde von serbischen Kollegen in den 1990er Jahren untersucht und publiziert. Wir wissen nun also, dass rund um Gamsegrad in den Jahrhunderten nach der Tetrarchie Menschen teils hohen gesellschaftlichen Ranges bestattet wurden, die wohl in der Anlage, die nun sicher kein Kaiserpalast mehr war, lebten. Diese Phase wird derzeit schwerpunktmäßig im laufenden Projekt untersucht, auch wenn wir, wie eingangs gesagt, leider in diesem Jahr keine Forschungen vor Ort durchführen können. Die Skelettfunde aus den bisherigen Grabungen werden aber derzeit anthropologisch untersucht und naturwissenschaftlich beprobt. Über Isotopenanalysen, C14-Datierungen und DNA-Beprobungen hoffen wir, mehr über ihre Herkunft und ihr Leben zu erfahren und so diese lange andauernde Nachpalastphase von Gamsegrad besser zu verstehen. Klar ist, dass diese spätere Nutzung des Palastes eng mit der Institution Kirche zusammenhing. Wie Sie hier im vergrößerten Detailausschnitt sehen, finden sich in der Geophysik westlich des Palastes 3 nach Osten ausgerichtete apsidale Strukturen, die 2009 von Kollegen der Universität Belgrad ausgegraben wurden. Es handelt sich um 3 Kirchen, in deren Apsidenbereichen sich weitere Bestattungen befinden. Romulianer Gamsegrad scheint also auch nach der Tetrarchie
ein wichtiger Ort gewesen zu sein, vielleicht sogar ein Verwaltungs- oder religiöses Zentrum für die Region. Dafür sprechen die hochrangigen hier bestatteten Personen, aber auch viele Kirchenbauten außerhalb und innerhalb der Anlage. Dieser Phase widmet sich das Projekt in den nächsten Jahren verstärkt. Im direkten Bereich des früheren Repräsentativsteils des eigentlichen Palastes wurde im Laufe des 5. Jahrhunderts eine dreischiffige Basilika eingebaut, die nach Osten ausgerichtet ist und an der direkt ein Baptisterium angebaut ist. Sie sehen sich hier mit den schwarzen Mauern im Plan, im Luftbild in dieser Region und dann in der Detailaufnahme hier die dreischiffige Basilika mit dem angebauten Baptisterium. Weitere An- und Umbauten, die Sie hier mittig im Plan sehen oder hier im Detailbild, weisen auf eine Nutzung als repräsentativen Wohnbau mit zwei kapellenartigen Einbauten im 6. und 7. Jahrhundert hin. Angesichts der großen Basilika mit Baptisterium und dieses Repräsentativbaus, der direkt an den früheren Palastbau angesetzt wurde, mag es sich hier vielleicht also sogar um eine Bischofsresidenz handeln. Es scheint, dass der wichtige und hochrangige Einfluss durch den Kaiser selbst, der Anlass zum Bau dieser Anlage in tetrarchischer Zeit gab, auch in den folgenden Jahrhunderten nachhallte und dazu führte, dass der Ort eine überregionale Funktion erfüllte. Diese Beobachtung ist insbesondere angesichts der Ergebnisse des Umlandsurveys interessant, auf das ich bereits hingewiesen habe. In Ihrer Dissertation, die den nächsten Band der Gamsegrad-Studien stellen wird und mittlerweile in der Endphase der Redaktion hier an der RGK ist, konnte Jana Skundrich herausarbeiten, dass im Tal rund um Gamsegrad Siedlungen von der Bronzezeit bis ins Mittelalter bestehen, die über Oberflächenkeramik nachgewiesen werden können. Interessant daran ist aber, dass im 3. Jahrhundert eine Siedlungslücke besteht, also so gut wie keine Oberflächenkeramik gefunden wurde. Es scheint, als wäre dieses Seitental ausgerechnet in der Zeit, in der die Palastanlage gebaut wird, beziehungsweise im Jahrhundert davor, nicht mehr besiedelt gewesen. Ab dem späteren 4. Jahrhundert bis ins Mittelalter folgen die Siedlungsmuster dagegen eher wieder denen aus der Vorgeschichte bekannten. Eine Beobachtung, die uns auf den ersten Blick stutzig machte und Verwunderung auslöste. Allerdings passt diese Entwicklung erstaunlich gut in ein theoretisches Konzept, das ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, das der Landscape of Power, einer Landschaft der Macht. Dieses theoretische Konzept wurde Anfang der 1990er Jahre von Sharon Zukin in diesem Buch, das Sie hier sehen, vorgestellt. Während heute Landscapes of Power normalerweise als politisch-philosophisches Konzept relativ weit verbreitet sind und in den Kulturwissenschaften angewandt werden und die sich um die Idee einer mit Architektur, Bauwerken strukturierten Landschaft, die politisch und ideologisch aufgeladen wird, handelt, ging Sharon Zukin in ihrem ursprünglichen Buch, den postindustriellen Übergang von einer Produktions- zu einer Konsumgesellschaft in Amerika zu definieren, anhand von Fallbeispielen von Städten im mittleren Westen, die produzierten, bis hin zu Disneyland in Florida. Sie sagte dabei im Wesentlichen, dass Landschaften im Sinne von der natürlichen Landschaft, aber auch den Bauten, die sie definierten, im postindustriellen Zeitalter der 1990er Jahre sich grundlegend veränderten von einer Produktions- hin zu einer Konsumgesellschaft, in der unter anderem auch der reine Produktion und Verbrauch von Waren, Production und Consumption, ersetzt wird durch die Nutzung und den Verbrauch von sogenanntem Cultural Capital, Kulturkapital. Das ist nun vielleicht genau das, was hier passiert. Und in diesem Sinne definierte sie auch vier zentrale Funktionen einer derartigen Landscape of Power, nämlich, dass über in irgendeiner Form in dieser Landschaft ein Besitzanspruch definiert wird, dass oft sogenanntes Nation Building betrieben wird, dass die Landschaft Identitäten stiftet
und dass hier Macht demonstriert wird. Vom Nation Building abgesehen, möchte ich Ihnen nahelegen, dass im Tal um Gamsigrad 3 dieser 4 zentralen Funktionen der Landscape of Power, nämlich die Definition eines Besitzanspruches, die Identitätsstiftung und die Machtdemonstration durch den Bau der Palastanlage und des Memorialkomplexes auf dem Hügel Magora klar bedient werden. Sie sehen diese großen Schutzmauern des Palastes, die sicher hier nicht eine primär militärische Funktion hatten, sondern die Funktion zu zeigen, welche Macht der Kaiser hatte, dass er ein solches Bauwerk einsetzen konnte. Der weithin sichtbare Memorialkomplex mit den Gräbern und Tumuli wurde über diese kaiserliche Präsenz und Macht und Identität weithin projiziert, ebenso über ein Detail, was ich bisher vergessen habe, Ihnen vorzustellen, ein 4-Bogen-Monument, ein Tetrapylon, was ebenfalls auf diesem Hügelrücken steht, wobei wichtig ist, dass solche sogenannte Tetrapyla in der tetrarchischen Zeit die Macht der Kaiser, der 4 Kaiser mit den 4 Stützen des Bogenmonuments definierten. Das Survey von Jana lässt nun darauf schließen oder ermöglicht es uns zu argumentieren, dass vielleicht die landwirtschaftliche Infrastruktur dieser Region zu dieser Zeit durch kulturelles Kapital in Form des Kaisers ersetzt wird. Es wird Besitzanspruch definiert, es wird Identität gestiftet und es wird ganz klar Macht demonstriert. Wie dieses Modell zeigt, wird hier eine sogenannte Landscape of Power erstellt und gebaut. Sie führt dazu, dass dieses kulturelle Kapital weiter anzieht, auch in späteren Zeiten, da hier ein Kaiserpalast bestand und damit ein recht wichtiges Zentrum für die Region, wird es später zu einem wichtigen Kirchenzentrum, vielleicht sogar einen Bischofssitz. In anderen Worten, der kurze Impetus durch die kaiserliche Einflussnahme Anfang des 4. Jahrhunderts hallt in der weiteren Entwicklung dieses Seitentals und der Umgebung bis ins Mittelalter nach. Für Romulianer selbst scheint dies ganz klar zuzutreffen. Sowohl auf kulturtheoretischer als auch auf primärer physischer Ebene. Die direkte Landschaft des Tals des Selischki-Baches ist gebaut. Der Kaiser demonstriert seine Präsenz. Interessanterweise ist es vielleicht sogar so, dass in diesen Prozess die bestehenden Strukturen eingebunden werden. Ich hatte eingangs im Nebensatz erwähnt, dass unter dem eben gezeigten Memorialkomplex aus Tumuli und Mausoleen auf dem Magora-Hügel eine bronzezeitliche Nekropole liegt. Ob es sich hier um eine bewusste Platzierung und Kontinuität handelt, wissen nur die Römer, die nicht mehr da sind. Gerade heute in der Moderne ist das Konzept einer Landscape of Power allerdings ganz klar für die Region anwendbar. Denn das moderne Dorf Gamsigrad, hier in der Nähe dieses blauen Punktes, und die Regionen profitieren gewaltig von den antiken Monumenten und dank dieser verläuft die Entwicklung anders als in den umliegenden Tälern und Dörfern. So wird zum Beispiel, da Felix Romulianer seit 2007 UNESCO-Welterbe ist, auf den Ort mittels Straßenschildern bereits aus weit entfernter Distanz hingewiesen, wie hier gezeigt. Die ersten Hinweisschilder stehen an der berühmten Autoput, der Europaverbindung von Belgrad über Nisch und Skopje nach Griechenland. Das ist diese rote Straße hier. Ein Bewusstsein und eine Investition, die keiner der Orte im direkten Umland erfährt. Durch die angezogenen Touristen erfolgt hier und für das Dorf eine Entwicklung, die Arbeitsplätze, Chancen und Möglichkeiten bietet. Nicht zuletzt sind auch wir Archäologen ein Teil dieses Prozesses der Aufwertung durch kulturelles Kapital. Denn auch wir tauchen jedes Jahr hier auf, bis auf 2021, stellen Ortskräfte ein und tragen zur lokalen Wirtschaft in einem 2000-Seelendorf in Ostserbien bei. Am anschaulichsten zeigte sich dieser Prozess jüngst im modernen Straßenbau. Um 2010 wurde die Straßenverbindung von Paracin, bei diesem blauen Punkt, hier diese gelbe Straße, nach Sajaca, der regionalen Hauptstadt, neu ausgebaut. Sie entspricht nun dem Standard einer mehrspurigen deutschen Bundesstraße. Wie Sie hier sehen, in diesem Detailausschnitt in Rot, wurde neben der Hauptstraße Nummer
36 auch die Zufahrtsstraße zur archäologischen Stätte, diesem grünen Rechteck, ausgebaut, damit Besucherbusse etc. besser ankommen können. Das eigentliche moderne Dorf Gamsirath, in dem Menschen leben, bekam allerdings keine neue Straßenanbindung und ist nach wie vor nur über einen Betonplattenweg im schlechten Zustand erreichbar. So zeigt sich, wie der direkte, wenn auch kurzlebige Einfluss eines tetrarchischen Kaisers, der Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus in diese Landschaft massiv eingegriffen hat und sie grundlegend verändert hat, durch die Jahrhunderte und bis heute sichtbare Spuren hinterlässt und die Entwicklung der Region beeinflusst. Sicher nur ein schwacher Trost dafür, dass ich Ihnen keine neuen Forschungsergebnisse dieses Sommers zeigen konnte, aber vielleicht doch eine interessante Erkenntnis und ein Gedankengang, den wir in den weiteren Forschungen sicher mitverfolgen und weiterentwickeln werden. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Christoph, herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Für Archäologen, also zumindest für Prähistoriker und Prähistorikerinnen, ist das immer sehr spannend, wenn die Befunde und Funde nicht ausschließlich ausgegraben werden müssen, sondern zumindest zum Teil oberirdisch untersucht werden können. Das bringt dann, so wie wir hier gesehen haben, Archäologie und Bauforschung unter einem Dach. Ein Glücksfall, wie du sagst. Also das ist nicht irgendwie weggebaut wurde. Herzlichen Dank. Und nun zu Fragen, die gekommen sind. Zuerst mal, bist du bereit, die Fragen zu beantworten? Gerne. Okay. Ready and steady. Eine Frage von Elisa Rahim kann vielleicht als Einleitung erwähnt werden. Sie fragt, how big was Gamsirath when it was a Roman city? Is there an estimate of the size of Galerius' area of control? Das ist für dich, ob du es auf Deutsch oder auf Englisch. Das war jetzt meine Frage, ob ich es besser auf Deutsch oder auf Englisch beantworte. Vielleicht mache ich beides ganz kurz. Also grundsätzlich, die Anlage ist circa 4 Hektar groß, rund 200 auf 200 Meter. Aber wir müssen, glaube ich, wirklich wegkommen von der Idee, dass es sich hier um eine Stadt handelt. Deswegen das Ganze auch nochmal auf Englisch. The site has an area of roughly 4 hectares. It's 220 by 220 meters approximately. And I think we need to move away from the idea that it's a Roman city. That was really a theory that was around from the 50s to the 1970s, 1980s. And since then, it's very clear that it is some kind of palatial structure fortification. It may originate as a military site, but it definitely never was a city. And as for the power sphere of Galerius, he was emperor of one half of the entire Roman Empire. This is merely a site that he invested in heavily. Ja, herzlichen Dank. Die nächste Frage ist über Straßenverbindungen und Landschaft. Im Vortrag wurden diese wichtigen Straßenverbindungen durch die Region ausgefügt. Über eine Nord-Süd-Achse der Morava entlang und dann durch das Eiserne Tor und dann südlich nach Albanien. Es gibt wohl zahlreiche schriftliche Quellen über Mösia Superior geblieben. Aber kann es auch archäologisch mit Importfunden oder Kontaktnachweis belegen? Durch Kontaktnachweis belegen? Die Straßenverläufe sind sehr schwierig archäologisch zu belegen. Es gibt, also wie gesagt, das Hauptquelle sind die Literatur. Es gibt auch Meilensteine und es sind Kollegen, die von der Universität Belgrad, vom Archäologischen Institut, sehr stark darin involviert, diese Straßenzüge derzeit zu verfolgen und zu rekonstruieren. Aber bei diesen 3 Straßen, also die Grenzstraße an der Donau entlang, ist ganz sicher da. Die ist teilweise im Eisernen Tor jetzt nicht mehr erhalten, weil durch den Bau eines hydroelektrischen Damms oder 2er Staudämme der Wasserspiegel gestiegen ist. Aber die waren dort wirklich direkt am Fluss entlang in die vertikalen Felskanten geschlagen und als künstliche Straße wirklich in den Fels gehauen. Die gibt es noch, auch wenn sie heute unter Wasser sind. Die große Straße entlang der Morava ist auch gesichert durch
die Orte, von denen wir wissen, dass sie da sind, und dann die Texte, die uns zeigen, dass diese Orte mit der Straße verbunden waren. Und die Straße im Timoktal hat es sicher gegeben, auch wenn ihr detaillierter Verlauf im Tal nicht immer geklärt werden kann, weil wir aus den antiken Quellen wissen, dass es dort eine Straße gab und nur dieses Tal die durchgehende Route eigentlich ermöglicht. Und wie gesagt, es gibt auch einige Meilensteine, die erhalten sind, an denen man das festmachen kann. Ja, danke. Die nächste Frage geht eigentlich auch in diese Richtung, aber auch wird auch The Landscape of Power schon erwähnen. Im Vortrag war auf Jana Skundrich landschaftsarchäologische Untersuchungen erwähnt und über eine kontinuierliche Landnutzung seit der Bronzezeit gesprochen. Es scheint aber auch so, laut die Frage, dass gerade die erwähnten natürlichen Korridoren, zum Beispiel diesen Morava-Tal oder durch den Eisernen Tor, also dem unteren Donaugebiet, waren die wichtigsten Routen seit den ersten Bauern im 7. Jahrtausend vor Christus. Also steht das und die Kontaktzonen von Mösia auch mit der Geografie zusammen, und die Frage geht weiter. Dieser römische Netzwerksystem konnte auch durch Geografie und diese mehrere Jahrtausende Besiedlung zurückgehen? Also es ist natürlich ganz sicher so, dass die Geografie, die gerade in dieser Region wirklich extrem ist, Siedlungsmuster immer bestimmt hat und auch heute noch bestimmt. Und damit auch die Präsenz der Römer. Das ist gerade in der Art und Weise, wie die Region römisch wird, ganz klar, dass dieses Berggebiet, was im Norden der Karpatenbogen ist, dann das Eiserne Tor mit dem Donaudurchbruch und danach der Anschluss an das Balkangebirge, eine Trennungsfunktion hat. Also der mittlere und südliche Donauraum ist in zwei Bewegungen römisch geworden, einmal westlich davon und einmal östlich davon. Und die Verbindung in eine Machtsphäre passierte wirklich sehr viel später erst mit der Verbindung durch das Eiserne Tor. Und diese enge Stelle durch die Donau ist mit Lipinskibera ja seit eigentlich der frühesten Gesellschaftswerdung von Menschen eine wichtige Bewegungsroute, die diese Ost-West-Bewegung ermöglicht, die sonst in vielen Bereichen durch die Berge behindert wurde. Das sind Muster, die im Römischen sicher einfach übernommen wurden. Leider ist hier flächendeckend nicht so viel Landschaftsarchäologie für die Zeit unternommen worden, dass wir wirklich sagen können, so sehen Siedlungsmuster aus. Was aber an Janas regionaler Studie wirklich interessant ist, ist, dass es eigentlich relativ gleichbleibende Muster gibt. Es ist in der Eisenzeit mehr als in der Bronzezeit, aber wesentliche Fundplätze werden weiter besiedelt. Dass es dann ausgerechnet in der Phase, bevor dieser Palast entsteht, eigentlich einen Zusammenbruch dieser Siedlung, eine drastische Reduktion gibt und fast nichts mehr in diesem kleinen Tal passiert. Und dass dann ab der Nachpalastzeit bis ins Mittelalter die Siedlungstätigkeit wieder, oder das über die Oberflächenfunde erkennbare an Siedlungsmustern wieder zunimmt und eigentlich wieder die vorrömischen Ebenen oder Levels erreicht. Danke. Eine weitere Frage geht eigentlich auch in dieser Richtung von Patrick Albert. Eine solche Palastanlage, laut der Frage, muss ja auch versorgt werden. Wurden am nahen Fluss Hafenanlagen gefunden? Also die Frage ist einer der Gründe für den Anfang des großen Topboy-Projekts und dieser landschaftsarchäologischen Untersuchung geworden, dass wir gesagt haben, eine solche Anlage kann nicht im Nichts entstehen. Die muss irgendwie versorgt werden. Und deswegen waren wir auch alle so unglaublich überrascht, dass das Oberflächensurvey jedenfalls des direkten Einzugsgebietes zeigte, dass hier wirklich nichts derartiges zu finden ist. Nein, an dem nahen Fluss wurden bisher keine Hafenanlagen gefunden. Ich halte das auch für unwahrscheinlich, denn der hat sich nicht so drastisch verändert, dass man sie nicht sehen würde, und die Landschaft haben wir wirklich detailliert über untersucht. Der Fluss war sicher schiffbar und wurde auch von Schiffen genutzt bis ins nahegelegene Saecha. Das sind in etwa 12, 13 Kilometer hinweg. Aber was, glaube ich, bei der Versorgung für den Platz, und das spielt so ein bisschen in diesen Wechsel der Art, wie eine Landschaft
ihre Produktion und Konsumtion studiert von den Landscape of Powers und meinem Ansatz, dass man hier vielleicht von einer landwirtschaftlichen, traditionellen Produktion zu diesem Kulturkapital springen kann. In dieser Palastanlage sind verbaut Marmore aus Nordafrika, aus Ägypten, aus dem gesamten Mittelmeerraum. Die Mosaiken, die verbaut sind, sind von einer Qualität, dass sie aus allen Teilen des Reiches jedenfalls die Mosaikbücher oder sogar die Mosaikliga gekommen sein müssen. Hier wurde etwas gebaut mit Ressourcen, die eigentlich alle Zipfel des Reiches anzapfen konnten. Und diese Ressourcen werden auch die Versorgung dieses Platzes in der Zeit aus überregionalen oder reichsweichen Netzwerken bedient haben. Das heißt, man braucht eigentlich keine Lokalversorgung. Das könnte auch erklären, warum die lokalen Muster, die wir über einen Oberflächensurvey erfassen würden, zu dieser Zeit nicht mehr da sind, weil sie einfach nicht gebraucht wurden. Aber das sind alles Dinge, bei denen ich auf Janos Buch verweisen möchte, was irgendwann demnächst im Rahmen der Gamsegrad-Studie durch die RGK publiziert wird. Da steht es in mehr Detail drin. Genau. Danke. Es gibt eine ziemlich spezifische Frage über das Problem, inwieweit die datierte Bestattung nördlich der Mauer, die in der Bauschicht eingetieft ist, die Datierung dieser Anlage tangiert? Oder wie ist die Stratigraphie laut der Frage? Das ist nun wirklich eine ganz spannende Frage, weil wir das selber nicht erwartet haben. Also es ist wirklich so, die PowerPoint ist jetzt schon verschwunden, aber ich hatte es ja gezeigt, diese Bestattung ist wirklich letztendlich direkt in die Bauschicht eingebettet und über die Münzen der jüngeren, also dieser äußeren großen Befestigungsanlage. Und über die Münzen datiert sie ganz klar in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben hier eigentlich nur zwei Lösungen. Das heißt, entweder sind zwischen dem Bau der Anlage, wenn dieser Mauerzyklus zu der tetrarchischen Anlage gehört, zwischen dem frühen 4. Jahrhundert und der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts überhaupt keine archäologischen Schichten entstanden oder diese sind irgendwie nicht zu sehen. Was vielleicht möglich ist, aber unwahrscheinlich erscheint. Oder die Alternative ist, dass dieser jüngere Mauerzyklus später ist als bisher gedacht und vielleicht gar nicht unbedingt zu der tetrarchischen Phase der Anlage gehört. Das können wir derzeit archäologisch noch nicht belegen, das wollen wir weiter untersuchen. Aber es ist besonders interessant vor dem Hintergrund, dass in der Princeton Encyclopedia von 1976, die ich ja schon zitiert habe, rein auf Basis der Architekturform, das war dieser Text, wo Gamsegrad auch als Stadt gesehen wurde, vorgeschlagen wird, dass die jüngeren Umfassungsmauern eigentlich in das 5. Jahrhundert zu datieren seien, auf Basis ihrer Architekturform. Das ist auch so Parallelen, die ganz ähnlich aussehen, datieren in diese Zeit. Und dazu kommt dann auch noch interessanterweise, dass es in einer Textquelle in einer Liste von Städten, die in dieser Region nach einem Erdbeben neu gebaut und erweitert wurden, bei Prokop, das soll unter der Zeit von Justinian passiert sein, ein Ort namens Ad Romulas erwähnt wird. Dass wir also da auch eine Textquelle haben, dass ein Ort, dessen Name nicht dieser Name ist, nicht das Romulianer, was wir kennen, aber doch was ganz nah dran ist, repariert wurde. Insofern könnte das sein, können wir momentan nicht sagen, und das ist etwas, was wir sicher weiter erforschen wollen, dass diese Bestattung darauf hinweist, dass diese äußere, jüngere Befestigung vielleicht viel später ist, als wir bisher denken. Es gibt gleich zwei Fragen zur frühchristlichen Phase. Es wurde erwähnt, dass die große Basilika mit Baptisterium im direkten Ort der früheren Kaiserresidenz steht und dadurch besteht die Möglichkeit, dass es um einen früheren Bischofssitz handelt. Die Frage ist, gibt es weitere schriftliche Quellen bzw. Kirchendokumente, die weiterhelfen können? Früher Bischofstums und Bischöfe sind nämlich gut aufgelistet, so wie Emona oder Scarbantia. Ja. Sind sie in vielen Regionen, in dieser Region leider nicht ganz so gut, wie man sich das wünschen würde. Aber es gibt eine Quelle, die darauf hinweist, auch das ist auch wieder unter Justinian, allerdings im 5. Jahrhundert, dass ein Bischofssitz in einem Ort namens Ad Aquas war. Und circa 50 Kilometer nördlich, 60 Kilometer nördlich von Gamsegrad an der Donau,
ist ein römisches Kastell mit Hafenanlage, was als Aquae bekannt ist, auch inschriftlich. Das ist sehr nah an Ad Aquas dran. Und jetzt wird es ein bisschen tendenziös, aber dennoch interessant. Heute in der Moderne, und man muss bedenken, dass die Kirche in dieser Region, die serbisch-orthodoxe Kirche, eigentlich die byzantinischen Strukturen mehr oder weniger eins zu eins ungebrochen übernommen hat, gibt es auch heute einen Bischofssitz und die kleine Bischofskirche in einem Seitental namens Vratna ist direkt in der Nähe von diesem römischen Fundplatz Aquae oder Ad Aquas. Der Bischof, zu dem diese Kirche gehört, also das ist der offizielle Sitz, aber die Kirche, von der er aus eigentlich seine Tätigkeit ausübt und wo er die meiste Zeit ist, ist in einem Ort nur 5 Kilometer von Gamsigrad entfernt. Also es gibt eine moderne Kirchenstruktur, die eine direkte Verbindung mit dem Bischof zwischen diesem Ort bei Aquae und Gamsigrad in der heutigen serbisch-orthodoxen Kirche zulässt. Und insofern ist es vielleicht nicht ganz abwegig, dass eine derartige Struktur auch in der frührömischen, frühbyzantinischen Kirche bestand. Das ist aber natürlich tendenziös und eigentlich kein wirklicher Beleg. Deswegen habe ich mich im Vortrag auch so vorsichtig ausgedrückt. Ja, danke. Wenn ich darf, ich hätte auch eine eigene Frage, und zwar über den Kybele-Tempel. Du hast erwähnt, dass diese Fossa Sanguinis so interpretiert wurden, dort Tieropfer oder Tiere geschlachtet werden und also alles voller Blut gewesen sein könnte. Kybele, also du hast ja auch einen Autor erwähnt, wo das geschrieben ist, dass in der spätrömischen Milieu, irgendwie das ein Sicht war. Ja. Aber ursprünglich war Kybele ein Potniateron, also die Herrin der Tiere, wo die Tiere geschützt wurden und nicht geschlachtet wurden. Gibt es eigentlich noch einige Zeichen, also weitere Zeichen in diesem Kybele-Tempel, dass es dezidiert an Kybele gewidmet ist, oder ist das eher so eine Argumentation? Also es gibt Preis? Archäologisch gibt es kein Anzeichen, und es ist ein bisschen eine Kreisargumentation, wie du schon andeutest, Esther. Es ist so, dass diese Fossa Sanguinis dafür benutzt wird, wenn sie denn eine ist. Das wird auch, darüber wird sehr eifrig gestritten. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch wieder aus literarisch, also anders angefangen. Ich hatte ja gezeigt, dass im großen Tempel diese Statuenköpfe von Jupiter und von Herkules gefunden wurden, die als Schutzgötter in der Tetrarchie eine direkte persönliche Verbindung zu Diokletian und zu Galerius hatten. Galerius wurde mit Herkules gleichgesetzt, Diokletian mit Jupiter. Und dieser große Tempel schaut nun direkt oben auf diesen Memorialbestattungskonzept, Komplex auf der Magora mit den zwei Mausoleen, den Hügeln. Ja. Wo die Vorstellung ist, dass dort oben Galerius und seine Mutter bestattet wurden, das jedenfalls in der Bauphase so geplant wurde, worauf ja auch die Textquellen hinweisen. Wir haben eine andere literarische Verweisquelle, dass Romula, die Mutter von Galerius, sehr, sehr eng mit dem Kybele-Kult verbunden war und eine Priesterin des Kybele-Kults war. Und das ist quasi das zweite archäologisch überhaupt nicht relevante Argument, weswegen daraus dann konstruiert wird, wenn diese beiden dort oben bestattet wurden oder jedenfalls werden sollten und die beiden Tempel direkt auf diese Mausoleen und die Memorialkomplexe ausgerichtet sind, dann könnte doch der zweite Tempel ein Kybele-Tempel sein, da sie ja mit Kybele assoziiert ist, genauso wie Galerius mit Herkules assoziiert war. Und dann könnten doch diese Ritzen in dem Boden der Cella des Tempels auch eine Fossa Sanguinis sein, weil man weiß, dass dieses Taurobolium im Kult der Kybele auch verwendet wurde und stattfand. Herzlichen Dank. Ja, es gibt noch eine Frage. Ist es etwas darüber bekannt, wann und warum die Anlage aufgegeben wurde? Also zum Ende. Jein, also das Spannende ist ja, das habe ich auch so ein bisschen angedeutet über die Bestattungen, dass die Anlage ganz sicher nicht nachtetrarchisch aufgegeben wurde, sondern dass sie weiterlief durchs 4., 5., durch 6. und 7. Jahrhundert. Und tatsächlich haben wir gerade in den Türmen, die dann nachher bewohnt werden, wirklich eine Siedlungskontinuität, deren Charakter wir noch nicht ganz verstehen, bis ins 11. Jahrhundert nach Christus. Also es geht ganz, ganz lange weiter.
Und da wird es eigentlich in unserer historischen Interpretation und auch wenn man in der Literatur schaut, da haben sie gerade immer mit dieser Tetrarchiephase groß gezeigt wird, ist eigentlich zu bedenken, dass das 20 Jahre in einer Entwicklung von 800 Jahren Nutzung fast sind, die hier stattgefunden haben. Also es geht ganz, ganz lange weiter. Warum genau im 11. Jahrhundert dann die Siedlungsspuren aufhören, kann ich nicht wirklich sagen. Aber das ist ja eine Zeit, wo in dieser ganzen Region ein ganz starker Umbruch stattfindet mit dem Zusammenbruch verschiedener Einflusssphären wie von Byzanz. Ja, herzlichen Dank. Es sieht so aus, dass das passt eigentlich zum Aufgeben, zum Ende der Palastanlage von Gamsigrad. Das war die letzte Frage. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Also, obwohl ich noch stundenlang zuhören könnte, weitere Details über Gamsigrad. Ich kann natürlich die Publikation, das Publikum empfehlen und ja auch die künftige von Jana Skundrić. Und es geht ja fast ad infinitum, weil die Fragen sind doch immer mehr und spannend. Und natürlich gibt es ja auch Forschungen innerhalb der RGK und in Zusammenarbeit DAI oder weiter mit örtlichen Kolleginnen und Kollegen. Also heute haben wir doch einen guten Einblick bekommen, wo die Forschung über Gamsigrad heute steht. Und damit möchte ich dir, lieber Christoph, für diesen schönen Vortrag herzlich bedanken. Und meine Damen und Herren, liebes Online-Publikum, leider kann ich Sie nicht persönlich sehen. Dies war der letzte Termin bei DA Insight Vorträge von der RGK, von der Römisch-Germanischen Kommission. Im September übernimmt die Abteilung Rom die DA Insights mit gleich 4 Terminen am 2., 9., 16. und 23.09. Also bis auf die letzte Septemberwoche jeden Donnerstag ab 18 Uhr, also 6 Uhr abends. Für alle Veranstaltungen kann man sich schon jetzt weiter auf dieser Seite unter Upcoming Livestreams anmelden. Den Auftakt beschreiten nächsten Donnerstag am 2.9., also September, Dr. Ines Balzer und Dr. Camilla Colombi zum Thema landschaftsarchäologische Forschungen in Mittel- und Oberitalien, Sesto Calende und Vetulonia. Im Vortrag werden 2 neue Forschungsschwerpunkte der Abteilung Rom vorgestellt. Ein Projekt beschäftigt sich mit einem der Zentren der eisenzeitlichen Golasecca-Kultur in Oberitalien, Sesto Calende, Castelletto sopra Ticino. Im zweiten Projekt geht es um das etruskische Zentrum von Vetulonia in Toskana und seine heute verlandeten Lagune. Und damit möchte ich mit unsererseits für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken. Nochmal danke dir, Christoph, für den schönen Vortrag und Ihnen für die zahlreichen interessanten Fragen. Auf Wiedersehen auf Zoom auf dem 2. September. Tschüss, guten Abend.